had seasons in the sun, but the stars we could reach, but just selfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach, but just selfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons. Na, haben Sie heute schon ein Eis gegessen? Oder waren Sie in diesem Sommer schon im Freibad? Also ich persönlich liebe den Sommer. Ich liebe die Wärme und die Helligkeit. Heute geht es um Jahreszeiten. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Wir hatten eine Sommerzeit miteinander, singt Terry Jacks. Und dieser Popsong wird uns heute durch diesen Gottesdienst begleiten. Und es geht mehr als nur um den Sommer. Es geht um die Lebensjahreszeiten, die wir alle irgendwie kennen. Wir kennen Zeiten, in denen was zum Erblühen kommt. Und wir kennen Zeiten, in denen die Kraft nachlässt. Vielleicht wie im Herbst. Wir kennen diese kargen und trostlosen, einsamen Zeiten, wie im Winter. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Lebensjahreszeiten. Lassen Sie sich doch heute mit hineinnehmen in unsere Gedanken mitten im Juli zu diesen Lebensjahreszeiten. Wir feiern diesen Gottesdienst. Wir feiern ihn mit Ihnen. Zu Hause auf dem Sofa, vielleicht über Franken-TV oder über YouTube. Und wir feiern diesen Gottesdienst mit Ihnen hier in St. Jakob. Und wissen Sie, was das Beste ist? Gott ist da. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und weil Gott da ist, egal wo Sie gerade sitzen, ob vielleicht im Liegestuhl in der Sonne oder zu Hause auf dem Sofa oder hier eben in der St. Jakobskirche, möchten wir mit Gott sprechen, weil er unabhängig von Zeit und Raum einfach da ist. Wir beten. Guter Vater, du bist ein Gott, der da ist, analog, digital, in guten und in schweren Zeiten, in den Sonnen- und Sommerseiten dieses Lebens und in kargen, dunklen Zeiten. Wir beten darum, dass wir auch ganz da sein können, dass wir uns dir öffnen können, dass wir bereit werden für dein Reden. Beschenke uns mit der Offenheit, mit der du uns entgegenkommst. Mach uns wachsam für dein Sprechen. Danke, dass wir durch dich als Geschwister miteinander zutiefst verbunden sind, über jede Abstandsregel und jede digitale Entfernung hinweg. Amen. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and creeks, land of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed, they're just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was a black sheep of the family. You've tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky.
out, spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. Love the wine and the sun. Like the seasons never gone. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. Love the wine and the sun. Like the seasons never gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you'd always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Little flowers everywhere. I wish that we could both be there. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. From the stars we could reach. But just selfish on the beach. We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. From the stars we could reach. Just a starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons ever gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun. From the hills that we climbed, were just seasons out of time. Goodbye, my friend, it's hard to die. Das habe ich schon geheult zu diesem Lied. Und gleichzeitig ist es so ein Gassenhauer. Ich hoffe, ihr habt schön kräftig mitgesungen. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. Die Melodie ist eingängig und der Text ist herzzerreißend. Es ist hart zu sterben, mein Freund, gerade jetzt, wo es Frühling wird, wo die Blumen blühen, überall schöne Mädchen. Goodbye, Papa. Irgendwie war ich immer das schwarze Schaf der Familie. Zu viel Wein, zu viele Songs. Es ist hart zu sterben, gerade jetzt, wenn es Frühling wird und wenn man die liebste Michelle treffen möchte. Aber wir hatten Spaß, wir hatten Zeiten im Sonnenschein, auch wenn alles viel zu schnell vorbeigegangen ist. Abschied. Es gibt ja viele verschiedene Arten, Abschied zu nehmen. Laut und bunt und grell mit einer riesen Abschiedsparty. Alle sind eingeladen, alle sollen nochmal mitfeiern. Musik, tanzen, lachen, sich noch einmal im Moment verlieren. Aber jetzt kommt was Neues. Abschied ist immer auch ein Aufbruch. Und es gibt die ganz leisen Abschiede. Man kann leise weggehen, sich nicht mehr melden, verschwinden. Eine Frau aus dem Hospiz hat mir mal erzählt, dass die meisten Menschen sterben, wenn sie alleine sind. Eben war das Zimmer noch voll, alle da, der Ehemann, die Enkel, Freunde, Blumen, Erinnerungen. Und dann, wenn alle gegangen sind, dann wird es still und man geht, leise. Und die Angehörigen sagen dann, wir konnten uns gar nicht verabschieden. Jetzt, in diesen Corona-Zeiten, sagen das viele Angehörige, wir konnten uns gar nicht verabschieden wegen der Besuchsverbote in den Altenheimen und in den Krankenhäusern. Eine Bekannte von mir hatte eine halbe Stunde, um sich bei ihrem sterbenden Mann zu verabschieden, um das Nötigste nochmal zu sagen und das auch nur, weil die Ärztin es auf ihre Kappe genommen hat. Wir alle haben die Bilder von den Särgen in Bergamo vor Augen, von den Massengräbern in Brasilien und jüngst von der Abschiedsfeier in Madrid für die 28.000 Toten infolge der Corona-Infektion. Dieser Akt kann den Schmerz nicht lindern, hat der spanische König gesagt. Und doch, es ist der Versuch, es ist der Wunsch, sich doch zu verabschieden. Abschied, ein Lebensthema. Der Tod ist ja nur der letzte große Meister in einer langen Reihe von Abschieden. Abschied von der Kindheit. Abschied von den Eltern, Abschied von einem Leben, in dem ich allein nur für mich verantwortlich bin, Abschied vom Partner, Abschied davon, Dinge nochmal klären zu können,
Abschied von Lebensentwürfen. Man müsste eigentlich lernen, abschiedlich zu leben. Die Psychotherapeutin Verena Kast hat diesen Begriff geprägt, abschiedlich leben. Sie sagt, der Tod ragt ja andauernd in unser Leben rein und es wäre gut zu lernen, loszulassen, zu verzichten, sich voneinander zu trennen. Das Leben verändert sich ja ständig und wir müssen Vertrautes verlassen. Aber wir verlieren nicht nur, wir gewinnen auch. Indem mein Leben verrinnt, gibt es mir ja gerade durch die vielen Veränderungen die Chance, mein Wesen zu entfalten. Ich finde den Gedanken wundervoll und wahnsinnig schwierig. Wer lässt schon gern los? Wer gesteht sich schon gerne ein, dass nichts für die Ewigkeit ist? Nicht das eigene Haus, nicht die eigenen Kräfte, die doch vor kurzem noch gereicht haben für den Sprint hinter dem abfahrenden Zug. Vom Abschied als Lebensform kann man beim Wanderprediger Jesus sprechen. Er war ein Nomade ohne Zelt, denn er wollte ja nicht fernab kampieren, sondern er wollte bei den Menschen sein, mit ihnen reden, essen, unter einem Dach leben und dann wieder Abschied nehmen, wie er es selbst von Anfang an auch getan hat, von der Heimat, den Eltern, den Geschwistern, von den Vorstellungen im Dorf, wie ein Mann seiner Zeit zu leben hat. Jesus ist ständig unterwegs. Er hat keinen Besitz, keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er ist immer auf dem Weg und dieser Weg führt von Galiläa nach Jerusalem, vom Aufbruch bis zum Tod, durch ein ganzes Land, durch ein ganzes Leben. Und irgendwo in der Mitte von all dem, so stelle ich es mir jedenfalls immer vor, irgendwo in der Mitte, da steht Jesus auf dem Berg der Verklärung. Seine liebsten drei hat er mitgenommen, Petrus, Jakobus und Johannes, und es erscheinen ihnen noch zwei Verstorbene, Mose und Elia. Jesus mittendrin, im strahlend weißen Gewand, vom Himmel her eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Die Verbindung ist hergestellt. Die Generationen vor uns sind nicht einfach weg. Auch wenn der Abschied lange her ist und die Geschichten wie aus einer anderen Welt klingen, erscheinen doch die Menschen meines Lebens immer wieder vor meinem inneren Auge. Die Großeltern, mein Onkel, zerronnene Freundschaften, nicht selten begleitet von einem Gefühl der Trauer über nicht gestellte Fragen, über unterlassene Liebeserklärungen, über Leichtfertigkeit, weil man sich ja so sicher war, dass das Leben noch ewig dauert und man noch so viel Zeit hat. Mich tröstet das Bild von Jesus, verbunden mit den Vorgängern im Leben und im Glauben. Ihr seid nicht einfach weg. Ihr lebt in euren Worten und in euren Gesten. Ihr lebt in mir, in eurem Leben. Und er ist verbunden nach morgen. Er ist verbunden mit den dreien, die die Botschaft weitertragen, die Geschichte weitererzählen und nicht sterben lassen. An den Gott der Bibel glauben heißt ständig neu aufbrechen. Es gibt keinen Ort, keine Kirche, keinen Palast, keine Hütte, in die er sich einsperren lässt. Es gibt nur das Wort und das Hören. An Gott glauben bedeutet nichts anderes, als sich zu lösen aus alltäglichen Verpflichtungen und Sicherheiten immer wieder. Dass uns das so oft nicht gelingt, ist Ausdruck unseres inneren Beharrungsvermögens, unserer inneren und äußeren Sesshaftigkeit. Aber das Leben lehrt uns ja, dass Leben heißt, auf dem Weg sein. Häuser bauen, sich niederlassen, Zelte wieder abbrechen, Trennung, Tränen, Schmerz, von der Geburt bis zum Tod, all die kleinen und großen Abschiede. Lebenswege sind immer auch Trauerwege. Und Lebenswege sind immer auch Freudenwege. Neuanfang, Neugierde, neue Facetten meiner selbst. Ich nehme Abschied von einem Lebensabschnitt, von 10 Jahren in derselben Wohnung, in derselben Stadt. Ich nehme Abschied von Bildern von mir selber, die mich einengen. Und ich begrüße die Vielfalt. Ich begrüße einen neuen Lebensentwurf, der zu mir sagt: Hallo, hier bin ich. Wie wär's mit uns? Wenn der biblische Gott kein Gott der Hütten und kein Gott der Tempel ist, sondern ein Gott im Zelt,
in der Wolke und im Glühen des Angesichts, dann ist er auch ein Gott meiner Lebensgeschichte. Weil er mit mir geht, weil er eine Verbindung eingeht, die besteht und die trägt und auf die ich mich verlassen kann. Du bist mein geliebtes Kind. Für mich heißt das auch, dass ich mich verbunden fühlen kann mit denen, die vor mir waren und mit denen, die noch nach mir kommen. Ich will glauben, dass wir alle getragen sind von Gott, wo immer auch der Weg uns hinführt. Wenn ich das glaube, dann könnte es mir gelingen, abschiedlich zu leben. Dann könnte der Abschied und der Schmerz und der Tod zu meinem Leben dazugehören. Abschied, das ist immer auch ein bisschen geboren werden, mitten im Sommer. Amen. Wir beten. Guter Vater, du bist ein Gott, der mit uns die Sonnenseiten des Lebens feiert und genießt und mit uns in die Täler und Schattenseiten steigst. Du feierst jedes Fest mit uns und du stehst mit uns an den Gräbern unseres Lebens. Du trauerst mit uns um missglückte Projekte, gescheiterte Beziehungen und du trauerst mit uns um Menschen, die wir verloren haben. So bitten wir dich um uns, dass wir auf dem Weg sind, voller Neugierde, Lebensfreude und Hoffnung und dass wir uns in den Zeiten des Abschiednehmens getragen und geborgen wissen in dir. Wir bitten dich um all die Menschen, die gerade einen Frühling oder eine Sommerzeit erleben, in deren Leben gerade etwas aufblüht und reif wird. Bewahre ihnen Hoffnung und Freude daran. Und wir bitten um all diejenigen, die Abschied nehmen müssen, manchmal sogar mitten im Sommer. Bewahre sie. Schenke ihnen Gewissheit, dass du da bist. Guter Vater, wir bitten dich um die Menschen, die gerade tatsächlich im Sterben liegen und Rückschau halten auf ihre persönlichen Lebensjahreszeiten. Begegne ihnen mit deiner Gnade und deinem Wohlwollen. Danke, dass du da bist, zu jeder Zeit, und dass du Hoffnung, Aufbruch und Lebensgeschichte mit uns schreibst. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke, dass Sie dabei waren bei diesem Pop-up-Gottesdienst. Wir sehen uns wieder, versprochen. Wir feiern den nächsten Pop-up-Gottesdienst am 27. September nach einer kurzen Sommerpause. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Egal, ob Sie über Franken-TV einschalten oder über YouTube oder ganz analog hier in der St. Jakobskirche in Nürnberg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegneten, einen guten Sommer. Diesen Segen Gottes möchte ich Ihnen jetzt auch zusprechen. Es segne dich Gott, der Vater, der zum Blühen bringen lassen möchte, was er in dir angelegt hat. Es segne dich Gott, der Sohn, der mit dir in jeder Lebensjahreszeit ist. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, der in dir ist und um dich, mit dir an den Gräbern steht und mit dir in den Sommerzeiten dieses Lebens ist. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Geh hin in Frieden.
Amen. Wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground at all? You make beautiful things, you make beautiful things out of the dust. You make beautiful things, you make beautiful things out of. Of chaos, life